Im Mai und Juni 1924 finden spielende Kinder in dem Fluss Leine zwischen dem Leine-Schloss in Hannover und Garbsen 5 menschliche Schädel. Diese stammen laut Erkenntnissen der Gerichtsmedizin allesamt von jungen Männern und waren wahrscheinlich mit einem Messer vom Rumpf abgetrennt worden. Es beginnt die Suche nach einem Serientäter, der, wie die Ermittler weiter vermuten, in der homosexuellen Szene zu suchen ist. Am 22. Juni 1924 eskaliert ein Streit zwischen Fritz Hamann und einem jugendlichen Jungen im Hannoveraner Hauptbahnhof derart, dass vorbeikommende Polizisten beide in Gewahrsam nehmen. Einen Tag später wird Hamanns Wohnung durchsucht, in der man Blutspuren und zahlreiche blutbefleckte Kleidungsstücke vorfindet. Hamann bleibt daraufhin in Haft und wird mit Hilfe von zweifelhaften Methoden zum Reden gebracht. Der am 25. Oktober 1879 in Hannover geborene Friedrich Heinrich Karl Hamann wächst als jüngstes von 6 Kindern auf. Es heißt, dass er in seiner Kindheit von einem seiner Brüder sexuell missbraucht wurde. Zu seiner Mutter hat er ein inniges Verhältnis, mit seinem strengen Vater gerät er hingegen ständig in Streit. Als Jugendlicher absolviert Fritz zunächst eine Schlosserlehre und geht 1895 zum Militär. Hier zeigen sich bei ihm erste Anzeichen psychischer Probleme. Er leidet an Halluzinationen und Ohnmachtsanfällen und quittiert seinen Dienst. Zurück in Hannover weiß er nicht recht, etwas mit sich anzufangen. Die Arbeit in der väterlichen Zigarrenfabrik langweilt ihn und auch gibt es wieder des Öfteren heftigen Streit mit seinem Vater, der teilweise in Handgreiflichkeiten gipfelt. Fritz hält sich mit Diebstählen und Betrügereien über Wasser und ist schon bald polizeibekannt. 1896 wird gegen Fritz Hamann ein Strafverfahren eingeleitet. Er soll minderjährige Jungen aus der Nachbarschaft in Hauseingänge oder Keller gelockt und an ihnen unzüchtige Handlungen vorgenommen haben. Er wird schließlich im Februar 1897 zwecks Begutachtung seines Geisteszustandes in eine Nervenheilanstalt nach Hildesheim verbracht, wo man ihm angeborenen Schwachsinn attestiert. Auch ein zweites Gutachten bestätigt diese Diagnose und er wird in eine Nervenheilanstalt nach Langenhagen überführt, aus der ihm im Dezember 1897 die Flucht gelingt. Mit der Hilfe seiner Mutter kann er in der Schweiz untertauchen, kehrt aber im April 1899 nach Hannover zurück. Offenbar ist er inzwischen in Vergessenheit geraten. Zurück in Hannover treibt er sich wieder herum und begeht erneut Diebstähle und Betrügereien. Eine gegen Ende des Jahres 1899 vollzogene Verlobung mit einem Nachbarsmädchen soll, nach Hoffnung der Eltern, nun endlich dazu führen, dass Fritz ein geregeltes Leben führt. Zu diesem Zweck leiht ihm sein Vater Geld, damit Fritz zusammen mit seiner Verlobten ein Fischgeschäft eröffnen kann. Doch Fritz findet auch daran keine Freude. Im Jahre 1900 wird sein Gaunerleben unterbrochen, da er zum Militärdienst einberufen wird. Warum nicht spätestens hier auffällt, dass Fritz Hamann ein entlaufener Insasse einer Nervenheilanstalt ist, bleibt unklar. Er wird beim Jägerbataillon 10 in der Nähe von Colmar im damals deutschen Elsass stationiert. Hier treten bei Hamann dieselben Symptome auf wie schon bei seiner ersten Militärtätigkeit. Nach einem 4-monatigen Lazarettaufenthalt wird Hamann gegen Ende des Jahres 1901 nach Hause geschickt. Während dieser Militärzeit war seine Mutter Ostern 1901 verstorben. Fritz' Verlobte Erna scheitert mit dem Fischgeschäft und Fritz zeigt immer weniger Interesse an Erna. Schließlich wird die Verlobung gelöst. Fritz fühlt sich eher zu Männern hingezogen und beginnt erste sexuelle Beziehungen zu Männern. Dies natürlich in aller Heimlichkeit, denn sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts stehen zu dieser Zeit nach § 175 Strafgesetzbuch unter Strafe. Der im Jahre 1872 ins Strafgesetzbuch aufgenommene § 175 wurde übrigens erst am 11. Juni 1994 abgeschafft. In den Jahren ab 1902 setzt Fritz Hamann sein Dasein als Betrüger, Einbrecher und Dieb fort. Zudem fällt er immer wieder durch Sittlichkeitsverbrechen auf. Bei diesen geht es nicht allein um sexuelle Beziehungen zu Männern. Fritz Hamann sucht sich immer öfter junge, oft minderjährige Jungen im Umfeld des Hauptbahnhofes, die er zu sich nach Hause einlädt und dann zu entsprechenden Handlungen mit ihm zwingt.
Hierfür wird er allerdings nur in seltenen Fällen von den Betroffenen angezeigt, die sich meistens zu sehr schämen. Für seine Betrügereien und Diebstähle erhält Hamann schließlich im Jahre 1905 eine 13-monatige Haftstrafe. Kaum ist Hamann wieder auf freiem Fuß, setzt er seine kriminelle Karriere fort. Immer wieder wird er geschnappt und verurteilt, sodass er viele Jahre im Gefängnis verbringt. Auch den Ersten Weltkrieg verbringt er fast vollständig in verschiedenen Haftanstalten in und um Hannover. Nach seiner Entlassung wird er im September 1918 direkt wieder straffällig und nun begeht er seinen ersten Mord. Zumindest den ersten, den man ihm später nachweisen wird. Im Zusammenhang mit diesem Mordfall gerät Hamann ins Visier der Polizei. Vermisst wird der 15-jährige Schüler Friedel Rothe und im Zuge der Nachforschungen wird Hamann in seiner Wohnung aufgesucht. Hier findet man den gesuchten Friedel Rothe zwar nicht, aber man erwischt Hamann mit einem minderjährigen Jungen im Bett. Später wird Hamann in einem Verhör angeben, dass sich der abgetrennte Schädel von Friedel Rothe zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung, in Zeitungspapier eingewickelt, hinter dem Ofen versteckt befand. Wegen Unzucht mit dem minderjährigen Jungen wird Hamann im Oktober 1918 angeklagt und im Frühjahr 1919 zu 9 Monaten Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung aus der Haft lernt der inzwischen 40-jährige Hamann den 18-jährigen Hans Granz kennen. Sie beginnen eine Liebesbeziehung miteinander und Hans Granz zieht bei Fritz Hamann in die kleine Wohnung in der Neuen Straße Nummer 8 ein, welche zudem als Handelsplatz für Hehlerware dient. Hans Granz ist ebenso arbeitsscheu und kriminell wie Hamann und so begehen sie nun gemeinsam Diebstähle und Betrügereien und können sich dadurch sogar einen einigermaßen luxuriösen Lebensstil leisten. Immer wieder muss Hamann in dieser Zeit für einige seiner Delikte ins Gefängnis und macht nach seiner Entlassung stets da weiter, wo er aufgehört hatte. Inzwischen tut er dies sogar halboffiziell, denn durch seine hervorragenden Kontakte in die Hannoveraner Unterwelt ist er für die Polizei ein wertvoller Tippgeber und Spitzel. Und so profitiert Hamann also von beiden Seiten und wird, während er weiter seinen zwielichtigen Geschäften nachgeht, nun auch von der Polizei als Spitzel bezahlt. Ausgestattet mit einem Polizeiausweis durchstreift Hamann die Gegend um den Hauptbahnhof und wird in der Folge von den Leuten Kriminal-Hamann genannt. Hier und da verrät er Kleinkriminelle an die Polizei und schaltet somit auch zum Teil lästige Konkurrenten aus. Ansonsten hält er sich weiterhin im Wesentlichen mit dem Verkauf gestohlener Gegenstände sowie mit dem Verkauf von Altkleidern und auf dem Schwarzmarkt erstandener Fleisch- und Wurstprodukte über Wasser. Der Wartesaal des Hauptbahnhofes dient in der von Elend und Armut geprägten Nachkriegszeit zahlreichen Obdachlosen und von zu Hause weggelaufenen Jungen als Schlafstätte. Hier sucht sich Hamann immer öfter junge Burschen, die er gegen das Versprechen einer warmen Mahlzeit und einem richtigen Bett mit in seine Wohnung lockt. Die ahnungslosen, oft minderjährigen Jungen werden dort von Hamann dazu überredet oder, wenn das nicht reicht, genötigt oder gar gezwungen, sexuelle Handlungen mit ihm auszuüben. Die Beziehung zu Hans Granz verschlechtert sich mit der Zeit zusehends und Hans zieht eines Tages aus Hamanns Wohnung aus. Die beiden bleiben aber in Kontakt. Am 9. Juni 1923 zieht Hamann in eine Dachkammer des Hauses Rote Reihe Nummer 2 um. In diese Zeit fallen ab dem Jahre 1923 immer mehr Meldungen über vermisste Jungen und junge männliche Erwachsene. Allesamt wurden sie zuletzt in oder in der Nähe des Hauptbahnhofes gesehen. Es wird zwar hier und da gemunkelt, dass Hamann des Öfteren junge Burschen mit zu sich nach Hause nimmt und dass diese jungen Männer nie beim Verlassen des Hauses gesehen werden. Aber es wird halt viel erzählt, wenn der Tag lang ist. Die Polizei intensiviert ihre Ermittlungen schließlich nach dem eingangs erwähnten Fund der 5 Schädel in der Leine. Und auch Hamann gerät dabei ins Visier der Ermittler. Um ihn observieren zu können, werden eigens 2 junge Kriminalbeamte aus Berlin eingesetzt, da Hamann ja sämtliche Polizisten kennt, die hier in seinem Umfeld Dienst tun. Die Observierung beginnt am 17. Juni 1924, bleibt aber letztendlich ohne brauchbare Erkenntnisse. 5 Tage später, am 22. Juni 1924, erfolgt die Festnahme Hamanns, der sich mit einem 15-jährigen Jungen namens Kurt Fromm im Hauptbahnhof einen handfesten Streit liefert. 2 in der Nähe befindliche Beamten gehen dazwischen und nehmen beide mit aufs Polizeipräsidium. Während Hamann behauptet, der Junge sei ohne Papiere gereist und er habe ihn deshalb aufgegriffen und zur Polizei bringen wollen, gibt Kurt Fromm an, dass Fritz Hamann ihn belästigt habe.
Er erzählt, dass Hamann ihn ein paar Tage zuvor mit in seine Wohnung genommen und zeitweise dort eingesperrt hatte. Hamann hätte ihn auch zu widernatürlicher Unzucht verleitet. Nach dieser Aussage wird Hamann ins Gefängnis verbracht und es werden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Im Zuge dessen wird am folgenden Tag die Wohnung Hamanns durchsucht. In der Wohnung finden sich Blutspuren und blutbefleckte Kleidung junger Männer. Fritz Hamann wird in den folgenden Tagen zahlreichen Verhören unterzogen. Kriminalkommissar Heinrich Retz und seine Kollegen gehen dabei nicht gerade sanft mit dem Tatverdächtigen um, was zur damaligen Zeit durchaus nicht unüblich war. Hamann wird unter Druck gesetzt und geschlagen, doch er schweigt weiter beharrlich. Nach weiteren fortgesetzten Misshandlungen gesteht Hamann am 29. Juni einige Tötungen, widerruft dieses Geständnis jedoch einen Tag später. Trotzdem erlässt der zuständige Richter für eine weitere Woche einen Haftbefehl. Um den als abergläubisch und ängstlich geltenden Fritz Hamann nun endlich zu einem Geständnis zu bewegen, weitet die Polizei ihr Überzeugungsrepertoire auf psychische Gewalt aus. In einem Verhörzimmer werden in allen vier Ecken etwas unterhalb der Decke Bretter angebracht, auf die vier Schädel seiner Opfer platziert werden, in jeder Ecke einer. Die Augenhöhlen der Schädel werden von innen beleuchtet. Zudem stellt man einen Sack mit Knochenresten seiner Opfer in dieses Verhörzimmer. Hamann wird hier drinnen angekettet und man sagt ihm, die Seelen der Opfer würden ihn jetzt holen kommen, wenn er nicht endlich ein Geständnis ablegen würde. Am 1. Juli 1924 gesteht Hamann dann schließlich wiederum einige Tötungen und dieses Teilgeständnis bestätigt er einen Tag später am 2. Juli vor dem Untersuchungsrichter. Unterdessen suchen die Ermittler nach weiteren Hinweisen zu den zahlreichen vermissten Jungen und jungen Männern und den gefundenen Schädeln. Am 5. Juli 1924 lässt das Verkehrsamt Hannover ein Wehr errichten, mit dessen Hilfe der Wasserstand der Leine abgesenkt wird. Bei der anschließenden Suche entdeckt man im Flussbett mehrere hundert Knochenstücke, die schließlich mindestens 22 Personen zugeordnet werden können. Die Polizei stellt Kleidungsstücke öffentlich aus, die teils in Hamanns Wohnung gefunden wurden und zum Teil von ihm verkauft worden waren. Um diese Aktion der Bevölkerung im ganzen Reich bekannt zu machen, bedienen sich die Ermittler einer schon zu jener Zeit beliebten Freizeiteinrichtung. In Kinos wird im ganzen Reichsgebiet Hamanns Foto gezeigt. Dieses Vorgehen wird jedoch schon bald als unmoralisch und sensationslüstern von der damaligen Filmprüfstelle untersagt. Dennoch reisen in der Folgezeit aus dem gesamten Reichsgebiet Angehörige vermisster Jungen an, um gegebenenfalls Kleidungsstücke ihrer Söhne identifizieren zu können. Der Fall Fritz Hamann ist in der Presse natürlich wochenlang das Thema, auch international. Gerüchte kommen auf, dass Hamann das Fleisch seiner Opfer zu Wurst verarbeitet und verkauft hat. Hamann bestreitet dies immer wieder und Beweise lassen sich dafür auch nicht finden. Völlig ausgeschlossen ist es hingegen nicht. Der Fleischer Karl, ein angeblicher Schwarzmarkthändler, von dem Hamann nach eigener Aussage immer sein Fleisch bezogen haben will, kann allerdings nicht ausfindig gemacht werden. In der Presse mutiert Hamann indes zum Vampir. Auch vom Werwolf Fritz Hamann ist die Rede. Fakt ist, dass Hamann seine Opfer meist dadurch tötete, dass er ihnen während oder unmittelbar nach dem Liebesspiel den Adamsapfel durchbiss und sie gleichzeitig mit den Händen würgte. Hamann bezeichnet diesen Rausch in seinen Vernehmungen als Tour. »Ach, glauben Sie, ich bin gesund, ich habe nur zuweilen meine Tour«, sagt er wörtlich. Hamann macht diese Puppenjungs für seine Tour verantwortlich, da sie ihn gegen seinen Willen sexuell erregt und in ihm einen unkontrollierbaren Rauschzustand ausgelöst hätten. Sie seien somit an ihrem Schicksal selbst schuld gewesen. Hamann kann sich nur an wenige Namen seiner Opfer erinnern. Er beschreibt, wie er nach den Taten oftmals vor lauter physischer und psychischer Erschöpfung neben den Opfern zusammengebrochen war. Eine Weile später habe er sich einen starken Kaffee gemacht und angefangen, die Leiche zu zerteilen. Die Eingeweide schnitt er meist in kleine Teile und entsorgte diese im Klosett. Mit einem Schlachterbeil trennte er Arme, Beine und Kopf vom Rumpf und ließ die Einzelteile in der Leine oder in der Eilenriede, dem Hannoveraner Stadtwald, verschwinden. Vom Kopf schnitt er die Kopfhaut ab und schnitt auch diese in kleine Teile. Manchen Schädel zertrümmerte er auch vollständig, wobei er diesen in Lumpen einwickelte, um die Klopfgeräusche zu vermindern. In den weiteren Verhören belastet Hamann seinen ehemaligen Partner Hans Granz schwer und sagt aus,
Dieser habe ihm die jungen Männer zugeführt und von den Morden gewusst. Granz sei vor allem daran interessiert gewesen, die Kleidung der Jungen zu bekommen, um diese dann zu verhökern. Hans Granz wird daraufhin am 8. Juli 1924 ebenfalls festgenommen und wegen Anstiftung zum Mord angeklagt. Am 4. Dezember 1924 beginnt unter großem öffentlichen Interesse der Gerichtsprozess gegen Hamann und Granz. Hamann wird wegen Mordes in 27 Fällen angeklagt, von denen ihm schließlich 24 zweifelsfrei nachgewiesen werden. In einem Gutachten stellt der Psychiater Ernst Schulze, der Hamann 6 Wochen lang in unzähligen Gesprächen eingehend auf seine Zurechnungsfähigkeit hin untersucht hatte, fest, dass Hamann voll schuldfähig ist. In der Öffentlichkeit wird diskutiert, dass die Zahl der Opfer von Fritz Hamann in Wahrheit noch viel größer sein könnte. Da einige junge Männer gar nicht als vermisst gemeldet wurden oder dass manchen Anzeigen nicht bis ins Letzte nachgegangen worden sei. In dem Prozess wird auch die Arbeit der Polizei kritisch beleuchtet, die anfänglichen Hinweisen auf eine mögliche Täterschaft Hamanns zunächst nicht nachgegangen war, da sie ihren Polizeispitzel nicht solcher Taten verdächtigen wollte. Die zweifelhaften Verhörmethoden, die letztendlich zu Hamanns Geständnissen geführt hatten, kommen nicht zur Sprache. Diese werden erst viel später, im Jahre 1961, bekannt, als ein an den Vernehmungen beteiligter Ermittler seine Erinnerungen veröffentlicht. Der Philosoph Theodor Lessing betätigt sich als Prozessbeobachter und fasst seine Beobachtungen und Erkenntnisse ein Jahr nach dem Prozess in seinem Buch »Hamann – Die Geschichte eines Werwolfs« zusammen. Am 19. Dezember 1924 ergeht das Urteil. Hamann wird wegen 24-fachen Mordes 24 Mal zum Tode verurteilt. Auch Hans Granz erwartet, nicht zuletzt wegen der ihn schwer belastenden Aussagen Hamanns, als Mittäter das Todesurteil. Hamann entlastet Granz später in einem an dessen Vater gerichteten Brief, den Hamann während eines Gefangenentransports unbemerkt aus dem Fenster des Fahrzeugs werfen kann. Dadurch wird der Prozess gegen Granz 1926 wieder aufgenommen und er wird schließlich zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Am 15. April 1925 wird Fritz Hamann morgens um 6 Uhr ohne vorherige Benachrichtigung der Öffentlichkeit im Gefängnishof des Landgerichts Hannover enthauptet. Sein Kopf wird der Forschung zur Verfügung gestellt und erst im Jahre 2014 eingeäschert und anonym bestattet. Hans Granz wird noch vor Ende seiner Haftstrafe in das Konzentrationslager Sachsenhausen verlegt, wo er dann, nachdem er seine Haftzeit schon längst abgesessen hat, weiter inhaftiert bleibt. Erst nach dem Krieg kommt er 1946 frei, zieht zunächst unter einer anderen Identität nach Süddeutschland und kehrt später nach Hannover zurück, wo er im Jahre 1975 verstirbt. Auf dem Stöckener Friedhof in Hannover sind die sterblichen Überreste der Opfer von Fritz Hamann beerdigt. Es sind dies Friedel Rothel, Fritz Franke, Wilhelm Schulze, Roland Huch, Hans Sonnenfeld, Ernst Ehrenberg, Heinrich Struss, Paul Broniszewski, Richard Gräf, Wilhelm Erdner, Hermann Wolf, Heinz Brinkmann, Adolf Hanappel, Adolf Hennies, Ernst Spicker, Heinrich Koch, Willi Sänger, Hermann Speichert, Alfred Hogrefe, Hermann Bock, Wilhelm Apel, Robert Witzel, Heinz Martin, Fritz Wittig, Friedrich Abeling, Friedrich Koch und Erich de Vries. Bis heute bekannt ist das sogenannte Hamann-Lied. Ich selbst kenne einige Menschen persönlich, denen dieses Lied als Kind vorgetragen worden war. »Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir«, mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. Bereits 1931 basiert der Film M von Fritz Lang auf dem Fall Fritz Hamann. In diesem Film wird auch Karl Großmann erwähnt, über den ich hier schon mal eine Folge gemacht habe. 1992 wird die Ausstellung einer Hamann-Skulptur im Sprengel-Museum durch vehemente Proteste aufgebrachter Bürger verhindert. Unter dem Motto »Steuergelder für Massenmörder-Denkmal« wird eine bundesweite Kampagne gegen die Ausstellung des Bronzesteins in die Wege geleitet. 25 Jahre später wird das Hamann-Fries dann doch noch öffentlich gezeigt. 1995 spielt Götz George den Massenmörder in dem Oscar-nominierten Film »Der Todmacher«.
Hamann taucht auch immer mal wieder auf dem Adventskalender der städtischen Tourismusagentur Hannover auf und sorgt hier seit 2007 wiederholt für kontroverse Diskussionen und Proteste. Offenbar ist wohl nicht zu verleugnen, dass Fritz Hamann bis heute zu den bekanntesten Persönlichkeiten Hannovers gehört. Mögen seine Opfer in Frieden ruhen. Was denkt ihr, darf man einem solchen Massenmörder durch Gedenksteine und Abbildungen einen Platz in der Stadtgeschichte einräumen? Oder findet ihr, das verbietet sich? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Macht's gut und bis zum nächsten Video.